Okay, Bulli. Okay, gehen wir zu deinem nächsten Auftrag. Wer ist es? Das erkläre ich dir unterwegs. Komm schon, wir müssen los. Stabiler Schrott. Wo muss er sein? Wen suchen wir genau? Ich soll hier einen Morkon aufspüren, der angeblich an eine Menge Metallzeugs aus der Grotte herankommt. Aber komm, wir suchen erst einmal den Kerl aus dem Hauptquartier der Morkons, bevor wir unsere Zeit verplempern. Naja. Es ist nicht leicht, einem anderen die Kontrolle zu überlassen. Darin war ich noch nie besonders gut. Also dann. Igor. Der Igor, mit dem wir schon zu tun hatten. Ich habe mich schon oft gefragt, was das für Dinger sind. Was meinst du? Na, diese riesigen Kisten mit Rädern drunter. Wer soll denn solche Karren ziehen können? Ah, mein Kopf. Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ich nehme an, du bist der Kerl, den ich hier treffen soll. Das bin ich. Auch gut. Also, eins schon mal vorweg. Es gibt da ein paar Komplikationen. Ach ja? Wie überraschend. Was heißt das genau? Die Ware liegt zur Abholung bereit. Ein Haufen Metallplatten und genug Befestigungsmaterial, um daraus eine stabile Palisade zu fertigen. Es gibt da nur ein kleines Problemchen. Na was? Der Kram liegt noch in der Nähe des Stationsbezirks, direkt am Eingang der Grotte. Du willst uns doch verarschen. Das heißt, dass man in den Eingangsbereich der Grotte schleichen muss und mit tonnenschweren Stahlträgern und Metallplatten wieder rauskommen müsste. Ja. Oder man stürmt die ersten Verteidigungslinien unseres Hauptquartiers. Einen Krieg mit den Morkons anzetteln für ein paar Metallplatten? Ich glaube kaum, dass sich der Duke auf so etwas einlässt. Ein glühendes Brecheisen schlägt er uns in den Nacken, wenn er das hört. Wenn das so ist, kann ich euch kaum weiterhelfen. Na, großartig. Vielen Dank für gar nichts, du Arsch. Verpiss dich bloß, bevor ich dir meinen Stahl zeige. Einen schönen Tag noch. Ich hab gesagt, was ist. Jetzt, Bulli. Was für ein Dreck. Tja, das war wohl nichts. Ich hätte nicht wenig Lust, den Kerl einen Kopf kürzer zu machen. Ich glaube, es wäre über kurz oder lang sowieso darauf hinausgelaufen. Woher willst du das wissen? Ich glaube, die Aufträge, die der Duke dir zuteilt, sind allesamt unlösbare Aufgaben. Fängst du schon wieder an mit der Tage? Dieser Morkon hätte doch nie und nimmer so viel Befestigungsmaterial aus der Grotte herausschaffen können, ohne dass es die restlichen Morkons auf den Plan ruft. Die ganze Nummer ist doch ein Witz. Ja, allerdings. Und er ist noch nicht einmal besonders lustig. Na, wendet er sich irgendwann gegen Baxter? Und dann ist er komplett auf unserer Seite und für die Bastion verfügbar? Was willst du damit sagen? Ich muss dir nicht mehr dazu sagen, die Fakten sprechen für sich. So langsam tust du mir schon ein wenig leid. Wach mal auf, Bulli. Meine Fresse, er schießt sich so dämlich, kann auch keiner sein. So langsam tust du mir schon ein wenig leid. Wach mal auf, Bulli. Denk mal darüber nach, was der Duke mit dir macht und vor allem, was er mit dir vorhat. Ja, das werde ich. Und du hältst dich da raus, dass das klar ist. Kein Problem, wir werden ja bald sehen, wie sich die Sache weiterentwickelt. Scheiße. Gut. Würde gerne die Waffe verkaufen. Denn es gibt auch ein Achievement, dass man 50.000 Elex bei sich tragen soll. Dann wäre ich bei 48. Plus das, was ich mir dann zusammenschmiede, dann kommen wir schon auf das Geld.
Blutnest, die wird hier auch schon sein. Na, falsch. Oh. Warte mal. 111.530 haben wir. Wir brauchen 115.500 für Stufe 22. Nicht mit Nasty quatschen. Da geht eine neue Quest los. Aber vor allem bleibt fair. So ist am Ende jedem geholfen. Das war Herbert aus dem Orbit. Mir fehlt zwei dunkles Elex. Zwei dunkles Elex. Warte mal. Ein verbesserte Sphärenklinge bringt mir 100. Wenn ich die beschädigt verkaufe, habe ich mehr von. 4 sind ja schon 100. Commander, ah. Eine neue Ortung von Kontrollknotenchips. Dieses Mal in Tavar. Hört sich gut an. Wir haben ja noch ein paar offene Fragen. Was genau bezwecken Sie? Ist er zu mir gekommen? Ihren Chips? Sind es wirklich nur Wanzen, die uns Menschen abhören sollen, oder steckt noch mehr dahinter? Abreise möglich, sobald der Commander den Befehl erteilt. Du bist eine Maschine. Was könnte dich dazu veranlassen, einmal nicht abreisefertig zu sein? Wenn du deine Zahnbürste vergisst? Die Säuberung meiner primären Systeme wird beim Wartungsprozess im Depot durchgeführt. Ich weiß, Kleiner, du bist eine reinliche Maschine. Analysiere. Gleich. Wir sollten euch einmal die Vorräte zur Neige gehen und ihr müsst in die Wildnis. Und auch für ausreichenden Schutz. Eine starke Rüstung ist schon gut, aber Schutz vor Strahlung. Sie so wenig Schaden machen, aber dann doch so reinhauen. Ein wenig Musik. Ihr hört Herbert aus dem Orbit. Ein beschädigter Raketenwerfer noch. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. So. Der hat schon so viel Plünder von mir. Feuerspucker. Wie viel Geld. Der will gleich für diese Waffe, die wir jetzt beim Turm haben, sicher, wenn wir sie wieder haben, 50.000. Das Symbol der Morkons ist sicher eine gesplitter wert und sie war im Turm. Handel akzeptieren. An alle Gemeinschaften und einsame Kämpfer. Ich grüße euch. Wieso habe ich das
Achievement nicht bekommen. Ich will etwas kaufen. Nein, ich kaufe dafür mir so eine teure Rüstung nicht. Verbesserte Rebellenhose. 4.500. Jetzt! Oder etwas? Nochmal was verkauft haben. Jetzt habe ich ihn bekommen. Das Achievement. Ich konnte das wohl nicht so zusammenrechnen. Ah nee, weil ich beim letzten Verkauf noch unter dem Wert war. Und dann Handel akzeptieren, da war ich drüber. Und jetzt habe ich gerade nur einen kleinen Deal gemacht. Irgendwie so wie das sein. Na, hätte ich noch eine, könnte ich meine Armbrust verbessern. Jetzt ist es ja nicht mehr ganz so teuer. Vergesst nicht, wozu das Elex fähig ist und was es aus uns macht. Die Outlaw-Hose haben wir gefunden. Die Technik und ihre Vorteile. Und jetzt ein wenig Musik. Das war Herbert aus dem Orbit. So, Conny. Wo ist sie denn schon wieder hingeflogen? Drohne. Lassen wir das. Bring uns zu deiner Ortungsstelle dieser Chips. Abreiseprotokoll läuft. Da war's, Gen. Pizza direkt vor uns. In Ordnung. Dann lass uns sie mal aufmischen. Los, mach schon. Ich folge. Wäre das jetzt ein MMO, so ein richtiger Raid, der Tank müsste auf den Kurator drauf und die anderen kümmern sich um die Hetzer. Sie haben Kuratoren in ihren Reihen. Der nächsthöhere Rang bei den Fremden. Ja. Schön, dann mal los. Die habe ich schon kennengelernt. Hier würde man sie auch so das erste Mal antreffen, normalerweise nach den Quests. Oh! Der ist tatsächlich runtergefallen. Obwohl er noch gelebt hat. Hieran kann ich mich auch noch so ein bisschen erinnern. Vom ersten Teil, diese großen Apparate in der Wüste.
Commander. Alles im grünen Bereich? Wie sieht's aus? Haben Sie die alten Rechner hier auch manipuliert? Zahlreiche Kontrollknotenchips in den umliegenden Maschinen geortet und eliminiert. Die Fremden scheinen außerdem einige Bausteine dieser Rechner entwendet zu haben. Wie jetzt? Die Eindringlinge sammeln alten Elektroschrott? Vermutung. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie die alte Technologie reaktivieren wollen. Ich hab's gerade so gesagt. Erwähnt gehabt noch in einer der letzten Folgen. Leiterplatinen und Transistoren klaut? Wofür? Nach der Hauptquest, die unbarmherzigen Wahrzeichen der alten Welt. Reaktivierung in operativen Einheiten zur Berechnung größerer Aufgaben einsetzen. Du meinst, sie brauchen diese alten, schrottigen CPUs hier für ihre Berechnungen? Vielleicht auch nur die Rohstoffe, um daraus neue Einheiten zu bauen. Kommt auf die Aufgabe an, die sie zu lösen haben. Höhere Rechenleistung, schnellere Ergebnisse. Das klingt eher nach Verzweiflung als nach einer gut geplanten Invasion. Es ist nur eine These, Commander. Aber eine, die ich auch unterstütze, Quanny. Sollten wir noch mehr Informationen sammeln? Gut, dann gib mir Bescheid, sobald du wieder eine Ordnung hast. Positiv. Gut, aber wenn wir schon mal hier sind. Beim letzten Mal war in der Nähe eine Schatzkarte. Kommen wir da hoch? Oh, Scheiße. Oh, das war knapp. Wieso hängt er sich da nicht fest? Hält er sich nicht daran fest? Bandit. Ja, hier ist ein Tresor. Aber heute noch gar nicht gemacht. Hat letztes Mal gut funktioniert. Die 4 ist nicht verfügbar. Die 2 ist kleiner als die 5. Die 5 ist größer als die 3. Und die 3 ist größer als die 1. Die 1 ist richtig, die 3 kommt vor. 2 und 5 sind raus. Genauso wie die 4. Kleiner als die ganze jede Zahl. 3. Kleiner als die 8. Die 8 ist größer als die 6. Oha! Also. Eine Zahl, die kleiner ist als die 8. Und größer ist als die 4. Kann ja. Größer ist als die 1. 1 fällt weg. 2 fällt weg. Die 3 fällt weg. Die 4. Wieso? Die 5, die 6. Die 7. Die 7. Geht doch. Ah, hier sind wir. Da ist doch der alte Leuchtturm.